Der Klimagipfel, der diesen Donnerstag in den Vereinigten Arabischen Emiraten beginnt, soll den Planeten wieder auf den Weg zu den im Pariser Abkommen festgelegten Zielen bringen. Kurz vor der Eröffnung hat die Weltgesundheitsorganisation WHO eine Warnung über die Auswirkungen der Umweltverschmutzung auf das menschliche Leben herausgegeben und hofft, die Länder zu motivieren, den Klimawandel einzudämmen. We have more extreme weather events, we have massive displacements, we have air that is very toxic and contaminated and polluted, we have water shortages, food shortages, vector-borne diseases, non-communicable diseases, mental health issues. Everything is at risk because of climate change. So health can be the important motivation to take more action on climate change. Indonesien ist eines der Länder, in denen die Umweltverschmutzung die Menschen am meisten belastet. Edi Suryanas Tochter hat Tuberkulose und er hat bereits seine Schwägerin verloren. Jelas salah satunya tahun 2010 adik ipar saya perempuan baru nikah 1 tahun itu meninggal karena paru-parunya gosong. Dan perempuan itu tidak merokok. Kohlekraftwerke, Autos und Motorräder tragen zu einer Umweltverschmutzung bei, die Atemwegserkrankungen in Indonesien, insbesondere in Jakarta, verschlimmert. Und dies ist nur eines von vielen Beispielen, über die auf der Klimakonferenz in Dubai bis zum 12. Dezember sicherlich diskutiert werden wird.